Und weil ich ein ganz, ganz, ganz fauler Mensch bin und das nachher noch schneiden muss für YouTube, werde ich jetzt einfach die Ansage mit aufnehmen. Sprich, für die Leute, die es jetzt auf YouTube sehen, hallo Freunde, hier ist wieder euer Grimm und heute gibt es ein Unboxing zum dritten Zyklus des Force of Will Trading Card Games und wir machen diesmal auf ein Winddeck, das Starterdeck, Aufmarsch der Elfen. Und das liegt schon den ganzen Tag bei uns rum und ich durfte es einfach nicht aufmachen. Voll gemein. Und wir machen es noch gar nicht auf, wir gucken noch mal. Naja, so beeindruckend ist es auch nicht. Es ist halt ein Deck. Aber das Erste, was man sieht, ist schon, da glitzert was. Das ist schon mal besser als alle anderen Starterdecks, die es bis jetzt gab. Und da vorne ist die liebe Fiesing drauf. Ja, und da habe ich schon aufgemacht. Ich konnte es ja nicht erwarten. Und dann mache ich auch gleich weiter. So viel dazu. Das Stück tun wir mal zur Seite. Und wir versuchen es weiter. Jesus Christus. Also, die sind definitiv auch besser verpackt als die alten. Aber jetzt kommen wir mal zu dem interessanten Teil. Was haben wir denn da? Ja, das war's. Mehr ist hier nicht drin. Also den tollen Würfel und den anderen Kram, den es in den US-Startern gab, den gibt es bei uns nicht. Dafür sind sie auch theoretisch ein bisschen billiger. So, eine schicke Plastikverpackung gibt es trotzdem. Die fliegt auch gleich aus dem Weg. Und dann haben wir das hier. Und es glitzert. Ist das nicht schön? Und weil es so schön glitzert, nehmen wir das als letztes. Was haben wir hier? Ja, die Schnellanleitung, die ernsthaft zugeklebt ist. Oh, Leute. Was das jetzt für einen Sinn hat, das kann ich mir ehrlich gesagt nicht erklären, Freunde. Warum das jetzt auch noch zugeklebt ist. Ja, es gibt ein paar neue Karten in der Erklärung, aber ansonsten unterscheidet die sich wohl nicht von der alten. Nö, sieht alles komplett identisch aus und fliegt deswegen auch gleich aus dem Weg. Das Force of Will Regelbuch ist auch zugeklebt. Ebenfalls in der Kurzfassung, aber schon tatsächlich ein bisschen detaillierter und auch tatsächlich umfangreicher als die alte Version, die ich immer genommen habe. Was haben wir jetzt Feines Neues? Ausstatten ist neu, Blutdurst ist neu, Energieschub, Limit ist neu, Mana ist neu, Schwall. Ach du ahnst es nicht. Da sind schon ein paar Sachen dabei. Fliegt auch weg. Und das hier wird dann natürlich die Spielunterlage sein. Die schauen wir uns auch gleich mal an. Ja, ist ganz hübsch. Aber ihr wisst es selber. Für den Anfang ganz interessant, aber ansonsten nicht zu gebrauchen. Interessant zu sehen ist, dass tatsächlich die Herrscherzone jetzt unter das Zaubersteindeck gewandert ist. Die war doch mal bei den alten Dingern hier. Ich habe da mal was vorbereitet. Herrscherzone, Zaubersteindeck. Und soll ich jetzt meine Zaubersteine hinpacken? Soll ich die aufessen? Ich glaube, da gab es was. Und zwar, dass es jetzt keine eigene Zaubersteinzone mehr gibt für Zaubersteine auf dem Feld. Aber da müsste ich auch nachschauen. Dann kommen wir jetzt zu dem Teil. Aria, freundliche Vampirin. Warte mal. Habe ich nicht ein Feendeck gekauft oder so? Aufmarsch der Elfen. Erster Resonator ist ein Vampir. Elfen, Vampire. Ja, wir machen erstmal weiter. Und suchen uns ein Ende zum Aufmachen. Da lese ich schon im Twitch-Stream, ja, die Zaubersteinzone hat sich erledigt. Herzlichen Glühstrumpf. Was natürlich dazu führen wird, dass es jetzt noch mehr wilde Ideen gibt, wo die Leute ihre Zaubersteine hinschmeißen. Was es den Volunteers und den Judges natürlich wieder schwieriger macht, für Ordnung auf dem Feld zu sorgen. So. Also irgendwie komme ich gerade nicht so besonderlich weiter. Ja, ich habe es ausgepackt und es ist immer noch eingepackt. Aber damit habe ich schon gerechnet, was ich euch nämlich nicht verraten habe.
Wir haben hier zweimal einen identischen Kartenstapel, abgesehen vom Herrscher-Vollstrecker. Und die eine Hälfte ist Foil, die andere Hälfte ist nicht Foil. Das bedeutet, wenn ihr ein komplettes Foil-Starterdeck haben wollt, müsst ihr euch zweimal das Starterdeck kaufen. Dann nehmt ihr das Unfoil und verschenkt das oder verkauft das oder vertauscht das und nehmt das Foil. Das heißt, das Unfoil legen wir erstmal zur Seite und wir machen natürlich das hübsche Foil auf und gucken uns mal an, wie viele Nicht-Elfen, also wir gucken uns das an, wenn ich es aufkriege, wie viele Nicht-Elfen in diesem Deck drinstecken. Wie Amigo ja angekündigt hat, ist jede Karte viermal drin, mal abgesehen vom Herrscher-Vollstrecker. Das bedeutet, wir müssten eigentlich alles dann zweimal in Foil haben. Und da haben wir sie schon zweimal. Die liebe Aria, die freundliche Vampirin. Kosten von 3, 600, 600. Das ist das Erste, was auffällt. ATK und Dev stehen jetzt an der Seite. Kann man mögen, muss man aber nicht. So ein wirklicher Fan bin ich davon noch nicht. Aber naja, wird wohl gehen. Resonator Vampir, Barriere. Diese Karte kann ein Ziel von Finsternis, Zaubern oder Fähigkeiten werden, die dein Gegner kontrolliert. Andere Windvollstrecker und Resonatoren, die du kontrollierst, erhalten plus 200, plus 200. Ja, ist ein einfacher Push für Windresonatoren, gab es früher schon für Elfen. Vielleicht sogar in einer etwas sinnvolleren Variante, aber trotzdem nicht verkehrt. Barriere ist auch gleich eine neue Fähigkeit. Interessant ist, Barriere ist der Name dieser Symbolfähigkeit und das Element, das Attribut dahinter, sagt euch dann gleich, wogegen diese Immunität hilft. Und in diesem Fall ist es halt Finsternis. So, die packen wir gleich mal zur Seite. Und gucken gleich mal weiter. Vollstrecker, da haben wir sie doch schon. Wir nehmen natürlich die andere Seite erst. Fiesing, Erzweise des Windes. Herrscher, Elf und immer noch sechs Weisen und überraschend leicht bekleidet. Wir legen sie mal ein bisschen weiter in der Mitte. So. Urteil kosten 3 generisch, 2 Wind. Energieschuh. Während das Spiel beginnt, falls du nicht der Startspieler bist, erhältst du eine Willenmünze mit Verbanne diese Münze, erzeuge einen Willen. Ja, herzlichen Glückwunsch. Bedeutet eigentlich nichts anderes als, selbst wenn ihr nicht der erste Spieler seid, könnt ihr trotzdem genauso viel Willen ausgeben. Für einmal. Immer wenn du in jedem Spielzug deine zweite Karte ausspielst, lege eine 100-100 Wind-Elf-Resonator-Spielmarke auf deine Spielfeldseite. Da gab es schon Verwirrung. Ist es jetzt eine Spielmarke? Ist es ein Resonator? Spielmarke ist in dem Moment wirklich nur ein Begriff, an dem ihr euch nicht besonders aufhalten dürft. Wichtig ist, dass es ein 100-100 Resonator ist mit dem Attribut Wind und der Rasse, dem Typ Elf. Das heißt, alles, was Elfen pusht oder Windresonatoren pusht, funktioniert dann auch mit diesen Resonator Spielmarken. Haben wir denn das Urteil gesprochen, kriegen wir die Fiesing Meistermagierin des Heiligen Windes. Die glitzert dann auch ganz schön. 800, 800 ist, ja, nicht viel, aber auch nicht wenig. Ist ein Elf und einer der sechs Weisen. Andere Elfen, die du kontrollierst, erhalten plus 400, plus 400. Immer, wenn du in jedem Spielzug deine zweite Karte ausspielst, lege 200, 100 Windelf Resonator Spielmarken auf deine Spielfeldseite. Bedeutet, wenn wir genug Karten immer ausspielen, kriegen wir unser Feld auch relativ schnell schön voll. So, die packen wir auch mal dahin und dann gucken wir weiter, was hier so Feines glitzert. Große heilige Versiegelungswelle ist ein Spruch. Früher Zauberspruch, jetzt heißt es nur noch Spruch. Kosten 2 Wind. Und ihr seht, man muss sich an das neue Design so ein bisschen gewöhnen. Aber auch das kriegen wir schon irgendwie hin. Wähle einen Effekt. Lege einen Resonator deiner Wahl mit Gesamtkosten von 2 oder weniger unter das Deck des Besitzers. Ja, kann man machen für Kosten 2, allerdings auch nicht so das Ultraschnäppchen. Schwall. Da haben wir wieder was Neues. Während du diese Karte ausspielst, falls du in diesem Spielzug bereits mindestens eine andere Karte ausgespielt hast, erhält sie den folgenden Kartentext. Lege einen Resonator deiner Wahl mit Gesamtkosten von 4 oder weniger unter das Deck des Besitzers. Naja, 4 ist schon mal ein bisschen mehr als 2. Und da kann man schon andere Sachen mit aus dem Weg räumen. Es ist immer noch nicht so stark wie gewünscht. Also ich denke, die Karte, die fliegt ganz schnell, ganz raus. Aber vielleicht in der einen oder anderen Taktik nützlich. Dann haben wir zweimal das Hauptquartier der Weisen.
kostet wieder mal 2, ist ein Zusatz. Ihr seht, es gibt keinen Zusatzresonator, Zusatzfahrrad oder Zusatz irgendwas. Es ist einfach nur noch Zusatz. Ja, es ist alles ein bisschen einfacher geworden. Kostet 2, hatte ich schon gesagt. Wenn wir ihn tappen, können wir ein Licht, ein Feuer, ein Wasser, ein Wind oder ein Finsternis Willen erzeugen. Aktiviere die Fähigkeit nur, falls du in diesem Spielzug bereits mindestens eine Karte ausgespielt hast. Ist natürlich klar, ein Zusatz hat keine Beschwörungsverzögerung, bedeutet, wenn wir ihn selber ausspielen in dem Zug, ist es schon der erste und er zählt gleich dafür mit. Wenn wir diese Karte tappen und 2 generische Kosten zahlen und diese Karte danach verbannen, dürfen wir immerhin eine Karte ziehen. Oh, schick. Dann haben wir 2x die Elfenheilige. Kosten 1, 200, 300. Tappe sie, erzeuge ein Windwillen. Ist klar, ist der Ersatz des Elfenpriesters und ist auch ganz hübsch dafür. Da gibt es nicht viel zu sagen, Leute. Nicht viel zu sagen. So. Dann haben wir 2x den Geist des Windes. Kosten 2, 500, 500. Resonator Geist, wer aufgepasst hat, ein Geist ist kein Elf. Klasse, flugfähig. Wenn diese Karte auf deine Spielfeldseite gelegt wird, falls du in diesem Spielzug bereits mindestens 2 Karten ausgespielt hast, erhole einen Zauberstein deiner Wahl. Gut, das heißt, wir müssen 2x irgendwas machen, was uns was kostet. Dann müssen wir den Geist des Windes auch nochmal bezahlen. Und wenn wir das gemacht haben, dann dürfen wir einen Zauberstein erholen, mit dem wir vielleicht dann gar nichts mehr anfangen können. Jetzt kommt, ganz schick, finde ich, Tama, Vertrauter des Heiligen Windes. Kosten 1, 200, 200 und eine Miezekatze, Vertrauter/Katze. Wenn diese Karte auf deine Spielfeldseite gelegt wird, ziehe eine Karte. Verbanne diese Karte. Diese Karte fügt einem Resonator deiner Wahl 200 Schaden zu. Kommt einem auch sehr bekannt vor, wurde lange, lange gespielt, teilweise mit Reflect Refrain, teilweise im Scheherazade Control, der Vertraute des Windes, die alte Miezekatze, jetzt gibt's die neue. Was haben wir da als nächstes? Ich hab's ja wie gesagt auch noch nicht gesehen. Yay, das könnte ein Elf sein. Elfenzauberschwaller. Kosten 2, 500, 600. Das ist schon eine ordentliche Hausnummer. Was kann er denn noch so? Oder sie? Wenn diese Karte auf deine Spielfeldseite gelegt wird, falls du in diesem Spielzug bereits mindestens 2 Karten ausgespielt hast, ziehe eine Karte. Die Frage, die ich mir stelle, ist, ich muss die Karten ausspielen. Das heißt, ich darf sie nicht legen. Das heißt, ich muss dafür Kosten entrichten. Das heißt, soll ich die ersten 3 Runden gar nichts machen mit meinem Deck und einfach nur hoffen, dass der Gegner mir nicht wehtut? Also da muss man definitiv für die ersten Runden in diesem Deck noch ein bisschen was nachmachen, nacharbeiten, dass das am Anfang wirklich gut läuft. Naja, vielleicht kommt ja noch was Cooles. Zweistufiger Zauber. Kosten 2. Und hat ziemlich coole Blitze darum. Warum auch immer. Ist wieder ein Spruch. Und Schnellzauber. Ihr seht, es ist kein Zauberspruch mehr sofort, sondern es heißt jetzt Schnellzauber und steht mit im Text. Neutralisiere einen Arkanzauber oder Beschwörungszauber deiner Wahl, falls dein Beherrscher nicht einen bezahlt. Arkanzauber ist jetzt auch wieder eine Wortneuschöpfung, aber darauf komme ich nochmal zu sprechen, wenn ich das Tutorial für Ketten und für den Betreff Zauber oder Zauberspruch überarbeite. Wer das Tutorial gesehen hat, weiß, ich habe es mit Mühe und Not erklärt, sodass man es differenzieren kann. Jetzt können wir das alles nochmal machen, weil sich die Sprüche, die Wörter dafür, die Schlüsselwörter im Deutschen geändert haben. Hey ja, super. Damit sitzt diese Karte ebenfalls wieder Schwall. Das heißt, wenn wir diese Karte ausspielen, falls wir in diesem Spielzug bereits mindestens eine andere Karte ausgespielt haben, erhält sie folgenden Kartentext. Neutralisiere stattdessen den Arkanzauber oder Beschwörungszauber. Das heißt, dann kommt der Gegner nicht mehr drum rum. Und da wird der Stapel schon dünner. Aber dafür haben wir tatsächlich 2 glitzernde Super Rares. Nicht schlecht. Da lohnt sich das schon fast. Und zwar Chris die Vampirjägerin. Resonator 11. 1000, 1000, Kosten 4. Jo, läuft, das ist gut.
wenn diese Karte auf deine Spielfeldseite gelegt wird. Falls du in diesem Spielzug bereits mindestens zwei Karten ausgespielt hast, fügen sich diese Karte und ein Vollstrecker oder Resonator deiner Wahl, den dein Gegner kontrolliert, gegenseitig Schaden in Höhe ihrer ATK zu. Ja, kann man machen, ist so quasi ein eingebautes Duell der Wahrheit. Kann aber auch nach hinten losgehen, falls der Gegner irgendwas Gefährliches hat. Muss man schauen. Für einen Windwillen. Diese Karte erhält +200/+200 bis zum Ende des Spielzugs. Aktiviere diese Fähigkeit nur, falls dein Herrscher Fiesing Erzweil des Windes ist oder dein Vollstrecker Fiesing Meistermagier des Heiligen Windes. Da kommt natürlich gelegen, dass wir diesen Effekt nicht nur einmal, sondern mehrfach nutzen können in einer Kette im selben Zug. Das heißt, wir können pushen und können diesen Effekt dann tatsächlich noch sinnvoll nutzen. Dann haben wir als nächstes Wispernde Winde. Ich hoffe, das war im Original nicht Whisperwind und die haben sich gedacht, wir nennen die jetzt Wispernde Winde. Wieder ein Spruch mit der Symbolfähigkeit Schnellzauber. Das klingt irgendwie komisch. Aber ihr wisst, was ich meine. Zeige die oberste Karte deines Decks vor. In diesem Spielzug kannst du einen Windwillen weniger bezahlen, um deine nächste Karte auszuspielen. Falls sie denselben Namen hat wie die vorgezeigte Karte, ziehe eine Karte. Vielleicht mit Krokosharks oder eher nicht. So, ihr seht, der Stapel wird schon dünner. Und da kommt jetzt auch nichts Beeindruckendes mehr. Es sind immerhin glitzernde Windzaubersteine. Jetzt wisst ihr aber auch, ja, sie glitzern ziemlich sicher, was hier drin ist. Nämlich alles nochmal ohne Herrscher und das dann in nicht glitzernd. Also, wer ein komplettes Volldeck haben will, besorgt euch zweimal das gleiche Starterdeck und dann ist gut. So, die beiden, der Zusatz, dann kommen die beiden, wieder die Miezekatze, na, bleibst du wohl hier. Der zweistufige Zauber, wieder zwei Christies, zwei wispernde Winde und mehr Steine. Ihr seht, abgesehen vom Herrscher, komplett identisch. Und so kommen wir dann, wenn wir das alles auf einen Stapel werfen. Na, da habe ich auch was falsch einsortiert, Leute. So. Da kommen wir dann, wenn wir das alles auf einen Stapel werfen, auf unser Deck. Das werde ich mir jetzt mal verkneifen, damit ich nicht wieder alles hin und her sortieren darf. Und das war es auch schon für das erste Deck. Gar nicht mal so beeindruckend, Leute, oder? Es sieht alles sehr hübsch aus. Was mir jetzt nicht so gut gefällt, muss ich euch ganz ehrlich sagen, es ist alles sehr neu und die Frage ist, musste es wirklich neu sein? Tat das wirklich Not, dass man das alles so umändert? Ist das Spiel einfacher zugänglich geworden für Anfänger? Ich weiß es nicht. Ist das Spiel jetzt etwas problematisch geworden für die Leute, die es schon spielen? Ja, auf jeden Fall. Wenn man nicht so viel Zeit wie ich oder Volunteers oder andere Judges mit diesem Spiel verbringt, dann muss man sich jetzt ganz schnell wieder die Frage stellen, wie funktioniert das, was ist das, warum hat sich das alles geändert? Wenn ihr auch nur einen Monat Pause gemacht habt und ihr kommt jetzt gerade in diesem Moment wieder, dann sieht für euch alles anders aus. Und es könnte sogar sein, dass ihr ein ganz anderes TCG vor euch habt, weil, machen wir uns nichts vor, die Karten sehen auch komplett alle anders aus. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß bei diesem kurzen Livestream. Und wenn ihr es auf YouTube gesehen habt, hoffe ich natürlich auch, dass ihr Spaß dabei hattet. Wenn ihr gerne öfter solche Livestreams oder Videos sehen wollt, gebt diesem Video doch einen Daumen nach oben. Wenn ihr nichts mehr von uns verpassen wollt, abonniert doch unseren Kanal oder folgt uns auf Twitter. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut, euer Grimm.